Liebe MyTischTennis.de User, knapp 1,5 Jahre nach dem Auftakt der Turnierreihe World Table Tennis ist heute in Singapur der Startschuss für die erste Veranstaltung der Kategorie Grand Smash gefallen, die nach dem Vorbild des Tennis Grand Slams über die Bühne gehen. Das mit dem Rekordpreisgeld von 2 Millionen US-Dollar hochdotierte Event streckt sich über 2 Wochen. Bis Mittwoch kämpfen Ricardo Walter und Yuan Wan in der Qualifikation zunächst um einen von jeweils 8 freien Plätzen im 64er Hauptfeld, das am Freitag beginnt. Gespielt wird wieder auf einem aufwendig gestalteten Showcourt. Bei den Herren fehlt aus den Top 10 nur Dmitri Ovtcharov, der seine Teilnahme aufgrund seiner Fußverletzung absagte. Die Weltelite ist ansonsten ausnahmslos vertreten. Der DTTB schickt neben den genannten Qualifikanten Timo Boll, Patrick Franziska, Ruven Filus, Yang Qiu, Benedikt Duda, Han Ying, Patricia Solja, Nina Mittelham, Shan Xiaona und Sabine Winter ins Rennen. Für Boll ist es der erste Start bei einem WTT-Turnier überhaupt. In den Doppelwettbewerben gehen die WM5. Duda Qiu, die EM2. Mittelham Winter sowie die European Games-Sieger Franziska Solja an den Start. Die Einzelsieger dürfen sich über 100.000 US-Dollar sowie 2.000 Weltranglistenpunkte freuen. Genauso viele wie für eine Goldmedaille bei einer WM oder den Olympischen Spielen. Die Favoritenrolle liegt wenig überraschend bei den Spielerinnen und Spielern aus China. Weltmeister Fan Zhendong und Olympiasieger Malong führen die Setzliste bei den Herren an. Bei den Damen tun dies die Weltranglisten-Erste Sun Yingsha und Olympiasiegerin Chen Meng. Im Herrendoppel starten die Weltmeister Matthias Falk und Christian Karlsson wurden Position 1. Zum ersten Mal seit 2019 und nach 2 Corona-bedingten Absagen in Folge finden am Wochenende zudem wieder deutsche Meisterschaften im Jugendbereich statt. Die Jungen und Mädchen 15 spielen am Samstag und Sonntag in Wiesbaden um die Titel im Einzel, Doppel und Mixed. Die Gewinner des Top 24 Ranglistenturniers Koharu Itagaki und Matei Haspel besitzen gute Chancen. In der Damenbundesliga steht nur ein Spiel auf dem Programm. Am Sonntagmorgen kommt es zum Abstiegskrimi zwischen Schlusslicht Böblingen und dem Vorletzten aus Bingen. Wir halten Sie mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten auf mytischtennis.de natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.